Sehr spannend, sehr aufregend, hervorragend. Wir sind mit null Erwartungen reingegangen und fanden es total cool. Also super abwechslungsreich und sehr überraschend, super schön. Also die Location ist wow. Man sitzt nett zusammen, isst, versucht ein bisschen mitzukochen. Ich sag versucht, weil ich kann nicht kochen. Der eigentliche Gedanke war, wir haben einen Dreitürer und einen Fünftürer. Deswegen haben wir ein Fünf-Komponenten-Brot gemacht mit drei verschiedenen Butter. Dann hatten wir in der Vorspeise, bei dem Lachs war so das Thema der Clubman, also Disco. Deswegen hatten wir einen bunten Teller, da dachten wir halt einfach so verschiedene Farben. Bei dem Hauptgang war das Thema der 4x4, also hatten wir 4x Püree, 4x Kalb. Und beim Dessert war so ein bisschen das Cabrio luftig. Wir hatten ja den Pistazienschwamm, das Mousse, also war so das Thema ein bisschen luftig, locker halt einfach. Klassische Merkmale eines Minifahrers. Gibt es die? Ich glaube, dass es wirklich durch alle Klassen durchgeht, egal ob jung oder alt. Ich glaube, tatsächlich ist da der Mini bei allen angesagt, ja. Das Auto fahre ich gerne, das hat ein gutes Handling und das macht mir viel Spaß. Freiheit, ich kann alles machen, was ich will, ich kriege immer eine Parklücke. Spaß. Ja, Go-Kart fahren, Lifestyle. Wir sind eine gesunde Mitte, wir haben ganz junge Kunden, wir haben mittelalte Kunden und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wir haben auch ältere Kunden. Ich glaube, viele Kunden von uns haben gar nicht mehr die Zeit, auch ins Autohaus zu kommen, freuen sich in ihrer Freizeit, schöne Momente zu erleben. Und ich finde, das hat die Waigenhorst-Gruppe heute Abend perfekt inszeniert. Sie haben Gespräche geführt übers Auto, ums Auto, aber auch private Gespräche. Hier sind Freundschaften entstanden, Kunden haben sich miteinander ausgetauscht. Und das alles um den Mini herum ist natürlich ein tolles Erlebnis.